Hi, ich bin Alex von Gartenexpedition. Heute stelle ich euch eine neue Studie vor. Und zwar geht es in dieser Studie um die Auswirkungen von Hitzewellen auf den Geruchssinn von Hummeln. Und wenn du mich nicht kennst, ich bin Alex von Gartenexpedition. Ich baue meinen Garten nach und nach zum Naturgarten um und nehme die Zuschauer, also auch dich, damit auf die Reise. Du kannst gerne mal die anderen Videos auf meinem Kanal angucken. Ich entwickle Naturmodule. Ich mache unter anderem nicht nur Naturgartenvideos, sondern auch Videos zum Thema Artenvielfalt. Und zu dem ganzen Überthema habe ich noch einen Online-Shop für die meiner Meinung nach besten Naturgartenprodukte, die du dir besorgen kannst. Und wir bieten ab 2025 auch Pflanzen an, nur einheimische Pflanzen. Und ja, wenn du Bock hast, alles verlinkt in der Infobox und im ersten Kommentar, schau dir gerne mal rein. Aber du musst nicht zwingend bei mir kaufen, wenn du woanders überzeugt von bist, dann ist es auch okay. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Studie und halte dich fest, es ist schon etwas brutal, was ich dir gleich erzählen werde. So, die Studie, die ich dir gleich im Detail noch ein bisschen vorstellen werde, ist aus dem Juni, glaube ich, 2024 oder Juli 2024. Das ist schon eine Ecke her, wo ich das recherchiert habe. Auf jeden Fall hat man festgestellt, dass dass Hitzewellen ab 40 Grad Hummeln vom Geruchssinn her bis zu 80% bei den Weibchen und 50% bei den Männchen beeinträchtigen können. Also die haben der Geruchssinn ist teilweise bis zu 80% gestört, um das einfach mal kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Die ganze Studie verlinke ich dir nochmal in der Infobox unten drunter. Und jetzt wollen wir erstmal klären, wie nutzen denn Hummeln ihren Geruchssinn? Also Hummeln identifizieren ihre Blüte an Nahrung und die Nahrung damit verbunden, indem sie Duftmarker auf den einzelnen Blüten hinterlassen. Das heißt, wenn sie anfliegen, Nektar trinken, wird automatisch mit ihrem Körper hinterlassen sie dann bei der Berührung einen Duftmarker. Das heißt automatisch, dass sie, wenn sie wieder an diese Blüte kommen, weiß die Hummel, oh, hier war ich schon mal. Und das gilt für jede Hummel individuell. Und so, ich weiß nicht, ob du das, ihr blendet ja wahrscheinlich hier mal so ein paar Szenen oder hier oder da, wo man das sieht, dass Hummeln Blüten anfliegen. Und da siehst du halt automatisch, wenn eine angeflogen wird, dass sie direkt weiterfliegt. Und das ist genau das. Sie erkennt dann halt schon, dass die Hummel an dieser Blüte schon einmal war. Und genau das macht die Hummel dann auch zu einem sehr effizienten Bestäuber, weil sie einfach Zeit spart beim Anfliegen, weil sie gar nicht landen muss, gucken muss und direkt weiterfliegen kann. Also was hat man bei der Studie gemacht? Wie hat man die durchgeführt? Man hat 190 Hummeln gefangen, also nicht nur ein paar, sondern wirklich 190 Hummeln. Und zwar hat man die Hummeln folgende Hummelarten gefangen: die Ackerhummel Bombus pascorum und die dunkle Erdhummel Bombus terrestris. Und die Bombus terrestris war, glaube ich, auch sogar eine Erwerbsimkerei, was aber völlig egal ist für den Versuch. Und man hat die Hummeln gefangen und man hat sie einfach dann 3 Stunden lang in ein Glasröhrchen gesetzt, also jede Hummel einzeln, und dann hat man das Glasröhrchen 3 Stunden lang auf 40 Grad erhitzt, sodass eine Hitzewelle simuliert wurde. Die Hummeln starben nicht dabei, aber was hinterher mit denen gemacht wurde, war jetzt nicht, ist jetzt nicht ganz so cool, das ist das Brutale. Man hat die Hummel hinterher genommen und dann hat man denen die Fühler entfernt. Die Fühler bleiben relativ lange noch aktiv. Und dann hat man diese Fühler in ein Glasröhrchen mit Elektroden gepackt und man hat dann verschiedene Duftstoffe dazugegeben, und zwar Ozymen, Geraniol und Nonanal. Und man hat dann einfach die Antennenreaktion auf diese Stoffe gemessen. Und die Messergebnisse zeigen ganz klar, dass bei Hitzewellen, und 40 Grad ist jetzt schon nicht unrealistisch für Mitteleuropa, und für Südeuropa sowieso nicht, dass es hat gezeigt, dass diese drei Duftstoffe, die Erkennung dieser drei Duftstoffe signifikant abnahmen, teilweise bis zu 80%, wie ich das am Anfang schon in der Einleitung erklärt habe. Und selbst nach 24 Stunden kühleren Temperaturen, das heißt jetzt nicht 5 Grad, das nicht, aber einfach kühlere Temperaturen, lass es 30 oder 25 Grad gewesen sein, war eine nicht signifikante Erholung der Fühler sichtbar. Das heißt, die haben sich nicht vollständig wieder erholt, auch nicht
zu 80%, sondern es war immer noch so, dass sie nach 24 Stunden immer noch beeinträchtigt waren. Und das ist schon meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung jetzt, echt schlecht und dramatisch. Warum, was ist denn daran jetzt so schlimm? Warum ist das so dramatisch? Meiner Meinung nach, weil Hummeln ja sehr effiziente Bestäuber sind. Auch, man muss immer betonen, bei Hummeln sind ja auch Wildbienen und auch bei Wildbienen, man sagt immer, Wildbienen bestäuben sehr gut, ja, aber auch unter den Wildbienen selbst gibt es effizientere Wildbienen und nicht so effiziente Wildbienen. Von daher kann man das nicht pauschalisieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass Hummeln sehr gut bestäuben und wenn die jetzt nicht mehr merken, oh, an der Blüte war ich schon, weil die die Duftstoffe nicht mehr wahrnehmen können oder weil die auch die duftende Blüte an sich nicht wahrnehmen können, ist das schon schlecht. Und überleg mal, Hummeln werden ja zum Beispiel in Gewächshäusern auch zum Bestäuben von Tomaten eingesetzt, aber auch Vielzahl von Beeren werden bestäubt, von der Himbeere bis zur Heidelbeere. Wenn man jetzt ein bisschen südlicher geht, auch in Erwerbsanbaugebieten, zum Beispiel Melonen werden auch von Hummeln bestäubt. Und wenn die ihren Geruchssinn verlieren oder der stark abnimmt, hast du einfach nicht so eine effiziente Bestäubung, wie du die hättest haben können bei nur 30 Grad. Jetzt habe ich das im Erwerbsanbau beleuchtet. Was heißt das denn für die Wildblumen, für den Naturgarten oder für die wilden Wiesen, die es ja noch gibt oder die wir vielleicht mit meiner Initiative wieder vermehrt etablieren können. Was heißt das jetzt genau? Das heißt einfach, dass bei hohen Außentemperaturen, jetzt in dem Fall zum Beispiel 40 Grad, das ist ja natürlich auch Kacke für die Pflanze, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass 40 Grad auch nicht optimal für die Haltbarkeit auch von Blüten sind und so weiter, aber dass einfach diese Effizienz der Bestäubung an Wildpflanzen auch nicht mehr gegeben ist. Wenn du weniger Bestäubung an Wildpflanzen hast, hast du auch weniger Saatgutproduktion. Und wenn du weniger Saatgutproduktion hast, hast du dann automatisch auch nicht mehr so viele genetisch variable Pflanzen einer eigenen Gattung. Zum Beispiel nehmen wir mal jetzt hier die Leucanthemum vulgare, also die Margarite. Die produziert ja einen Haufen an Samen. Und in diesen Samen, damit es einmal verständlich ist, die sind nicht alle 1:1 wie so ein Klon, sondern die sind ja auch alle noch minimalst variabel und so ist es, werden die DNA-Informationen da weitergetragen und die passen sich an ihrem Standort dann immer Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert besser an. Und wenn dann eine nicht ausreichende Bestäubung stattfindet, hast du nicht mehr die Menge an Saatgut, wo dann halt vielleicht die Pflanze dabei sein könnte, die dann keimt und dann wiederum an das aktuelle Klima besser angepasst ist als die Vorgängergeneration. Das müssen wir uns einmal dann verdeutlichen. Natürlich ist es jetzt ein Extrembeispiel, das auch ein bisschen dramatisiert ist, aber das ist jetzt bei einer, Bestäubung. Ich habe ja letzte Woche die Studie vorgestellt, dass ja teilweise bis zu 60% an Agrarfeldern weniger Bestäubungsleistung stattfindet. Jetzt überlegt das mal bei einer Wildblumenwiese, 60% weniger Bestäubung von, sagen wir mal, Wiesenmargariten. Da hast du einfach mal zwei Drittel weniger Möglichkeit für die Folgegeneration, sich besser ans Klima anzupassen. Und das ist halt das, was halt auch noch da hinzukommt, was wir immer beachten müssen. Jetzt kannst du dir denken, ja, ist schön und gut, ich wohne in Mitteldeutschland oder in Mitteleuropa und 40 Grad kriegen wir hier nicht so häufig. Das mag ja sein. Was die Studie aber nicht sagt, ist, wie sieht denn die Leistung von den Antennen bei 38 Grad aus oder bei 36 Grad? Und wie sieht die Leistung von anderen Insekten aus? Das will man zukünftig noch erforschen, wie es sich auf Schwebfliegen auswirkt oder auf andere Käferarten auswirkt mit den zum Beispiel langen Antennen, wie zum Beispiel bei einem Bockkäfer. Da gibt es ja verschiedene Arten, die teilweise richtig lange Antennen haben. Und wie sieht das denn da aus? Erstens bei niedrigeren Temperaturen und zweitens bei anderen Insektengattungen. Und das weiß man noch nicht, aber das ist halt auch so ein Baustein. Das ist wieder ein Baustein des Insektensterbens, weil es ist nicht immer nur die Insektizide es ist nicht immer nur der Lebensraumverlust, sondern halt auch der Klimawandel, der ja unmittelbar und mittelbar sein kann. Und in dem Fall ist es der ja halt wirklich aktuell, weil wenn wir jetzt
40 Grad bekommen würden, ja, dann wissen wir ja jetzt, was das heißt für die Bestäubungsleistung durch Hummeln. Und es gibt ja mal dieses 1,5 Grad Ziel, was ja schon gerissen ist. Und wir haben ja die letzten 12 oder 14 Monate, glaube ich, sowieso immer nur neue Temperaturrekorde nach oben. Und was heißt das? Im Endeffekt, man denkt ja mal 1,5 Grad Ziel. Das heißt ja nicht, dass es dann auf der Landmasse 1,5 Grad mehr wird. Nee, das ist ja falsch. Das sagt hier auch keiner. Das wird immer nur so falsch dargestellt bzw. Stehen gelassen, sodass man das halt denken könnte. Nee, das ist ja das 1,5 Grad Ziel bezieht sich ja global auf die Erdkugel. Global gesehen. Die ganze Erdkugel 1,5 Grad mehr. Das, was dir aber keiner sagt, ist, dass die Landmasse sich teilweise um 3 bis 4 Grad aufheizt und wir das hier schon teilweise auch haben. Und wir wollen ja gar nicht dann drüber nachdenken, was es heißt, wenn wir dann bei 2 Grad sind oder 2,5 Grad sind, weil wir werden das 2 Grad Ziel auch auf jeden Fall reißen, wenn man da keine globalen Maßnahmen in Betracht zieht. Aber es wäre ein ganz anderes Thema. Und das sagt dir halt keiner, dass man dieses 1,5 Grad Ziel halt nicht erreichen sollte oder sonst irgendwie oder damit nicht erreichen sollte. Ja, aber es ist halt global gesehen. Und dass wir hier schon auf der Landmasse in Deutschland teilweise 3 bis 4 Grad mehr Temperatur haben, tageweise nicht auf den gesamten drei Monate im Sommer gesehen, auf das Sommerquartal gesehen, ist halt schon schwierig. Ne? Überleg mal, wie viele Hitzerekorde gab es noch in den 70ern und wie viele Hitzerekorde gab es in den letzten 10 Jahren. So, das ist ja halt schon, ne, du hast gefühlt jedes Jahr einen Jahrhundertsommer. Naja, egal, ich schweife schon wieder davon ab. Das hatte gar nichts mit dem Thema zu tun. So, was können wir tun? Ist schwierig, ganz ehrlich. Gegen das Wetter kannst du nichts machen. Wenn eine Hitzewelle von 7, 38, 40 Grad kommt, ja, dann ist das halt leider so. Was kannst du tun? Du kannst auf jeden Fall nicht so viele versiegelte Flächen im Garten haben. Natürlich möchte jeder eine Terrasse haben, ist auch vollkommen legitim. Schotter, es gibt auch Kieswege im Naturgarten, ist auch völlig legitim. Ob die jetzt immer aus dunklem Schotter bleiben sein müssen oder ob die jetzt aus einem, weiß ich nicht, hellen Schotter sein können, das ist eine andere Sache, weil das heizt sich zum Beispiel auf Versiegelflächen, heizen sich auf und strahlen relativ lange viel Wärme ab. Man kann viel grün machen, also für den Naturgärtner ist das, glaube ich, aber bekannt. Und man kann auch viele Blühpflanzen zum Beispiel, wie ich das hier im Waldbeet auch habe, unter Bäumen pflanzen. Das ist aber nur eine Maßnahme, die man nicht auf 200 Quadratmeter Gärten umlegen könnte, weil nicht jeder kann da oder will da auch große Bäume haben. Das verstehe ich auch. Alles gut. Aber das sind so Sachen, da könnte man theoretisch eine Unterpflanzung betreiben von Blühpflanzen, weil Bäume verdunsten oder auch große Sträucher verdunsten halt viel Wasser und kühlen die Umgebungstemperatur etwas ab. Und wenn du dann statt 40 nur 35 Grad hast, ist es immer noch besser. Aber allerdings fliegt die Hummel ja nicht nur unter den Bäumen, sondern überall hin. Von daher ist es schwierig, eine konkrete Maßnahme zu nennen, aber ich hoffe, dass dir diese Studie etwas gebracht hat. Du kannst sie gerne mal nachlesen, ist unten in der Infobox verlinkt. Und ich hoffe, dann sehen wir uns in einem meiner neuen Studienvideos wieder oder in meinen normalen Naturgartenvideos. Und dann, würde ich sagen, wünsche dir auf jeden Fall einen entspannten Tag.